Ihre herzlichen Worte zeigen, wie verwüstet sie und ihre Familie wirklich waren. Als am 31. August 1997 die Nachricht über den tragischen Tod von Prinzessin Diana kam, trauerte die ganze Welt um ihren Verlust. Karten, Notizen und Blumen strömten aus der ganzen Welt nach London, als die Menschen den britischen Royals ihr Beileid ausgaben. Und dennoch blieb Königin Elisabeth II. Mit ihren Enkeln Prinz William, 15, und Prinz Harry, 12, in Balmoral Castle in Schottland ruhig. Viele Kritiker beschuldigten sie, in einer Zeit der Tragödie distanziert und distanziert zu sein. Aber ein wenig bekannter Brief, den sie schrieb, enthüllt, dass die Königin alles andere als distanziert fühlte. So erfuhr Königin Elisabeth vom Tod von Prinzessin Diana. 6 Tage nach dem Tod von Prinzessin Diana schrieb die Königin an eine ihrer engsten Mitarbeiterinnen, Lady Henriette Abel-Smith. Ihre herzlichen Worte geben einen seltenen Einblick in die andere Rolle der Königin, eine Großmutter, die ihre trauernden Enkel tröstet. Es war in der Tat furchtbar traurig und sie ist ein großer Verlust für das Land. Aber die Reaktion der Öffentlichkeit auf ihren Tod und der Gottesdienst in der Abtei scheinen die Menschen auf inspirierende Weise auf der ganzen Welt vereint zu haben. William und Harry waren so mutig und ich bin sehr stolz auf sie, schrieb Queen Elizabeth. Die Gefühle sind immer noch so durcheinander, aber wir haben alle eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Erfahren Sie, warum Prinz William und Prinz Harrys letztes Telefonat mit ihrer Mutter sie immer noch verfolgt. Diejenigen, die ihr nahestehen, haben noch mehr Einblicke in die scheinbar kalte Reaktion ihrer Majestät auf Dianas Tod ergeben. Sie war eine richtige Oma. Was war der Sinn, die Jungs dazu zu bringen, sich in London niederzulassen und nichts zu tun, außer sich traurig über ihre Mutter zu setzen? Margaret Rhodes, die Cousine der Königin und eine enge Freundin, sagte gegenüber CNN im Jahr 2012, in der gleichen Weise: Königin Elisabeth II. Brach ihr Schweigen während einer Live-Übertragung im Buckingham Palace am Abend vor der Beerdigung von Prinzessin Diana in der Westminster Abbey. Diana war ein außergewöhnlicher und begabter Mensch, sagte Königin Elizabeth. In guten wie in schlechten Zeiten hat sie nie ihre Fähigkeit verloren zu lächeln und zu lachen oder andere mit ihrer Wärme und Freundlichkeit zu inspirieren. Lesen Sie weiter, um die Geheimnisse über Prinzessin Diana zu erfahren, die bis zu ihrem Tod niemand wusste.